Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und eigentlich unnötig zu betonen, hoffentlich stets gut gelaunt, auch im Angesicht erschütternder Nachrichten. Heute schreiben wir den 7. April 2020, es ist Dienstag und gleichzeitig auch der Abschlusstag der Weltwoche, die bald gedruckt werden wird und auch bei Ihnen, vielleicht bei den meisten von Ihnen, auch im Briefkasten oder im virtuellen Online-Briefkasten liegen wird. Ich beginne mit einer kurzen Standortbestimmung zur Schweiz. Das hat sich hier eingebürgert, immer etwas die aktuellen Zahlen am Anfang, damit wir die Lage etwas sehen, undramatisch, ungeschminkt, aber auch nicht mit falschen Verschönerungen. Wie ist die Situation? Wir haben heute 21.652 bis 59 Infektionen. Immer wieder wichtig zu betonen, nicht kranke Corona-Infektionen, das ist nicht das Gleiche, wird immer wieder verwechselt. Das sind 555 oder 559 neue Fälle, je nach Lesart, die da dazugekommen sind. Das ist eine ganz tiefe Zahl, jetzt zum wiederholten Male schon. Früher waren die Ansteckungsquoten 1000 neue Fälle pro Tag. Das ist nicht mehr der Fall. Die Kurven flachen sich ab und ähnlich sieht es auch bei den Verstorbenen aus. Wir sehen hier die Zahlen beziehungsweise die Kurven, Sie kennen diese Grafik, habe ich Ihnen gestern schon gezeigt, anbei die Ansteckungskurve, hier verflacht sie sich, unten die Todeszahlen gehen hoch und jetzt aber doch ziemlich stark nach unten. Erfreuliche Nachrichten auch aus dem Tessin, da ist jetzt nach Aussage des Kantonsarztes das Schlimmste überstanden, die Zahlen gehen zurück an allen Fronten und das Gesundheitswesen ist im Tessin nicht am Anschlag. Im Rest der Schweiz kann auch keine Rede davon sein, dass unser Gesundheitswesen irgendwie am Anschlag sich befinden würde. Es gibt zwar auch Beatmungen, es ist ein heimtückisches Virus, das haben wir immer betont. Wir gehören nicht zu denen, die sagen, das ist alles easy going, alles ein kleiner virologischer Spaziergang. Das ist es nicht, es ist ein unbekannter Erreger und im Angesicht des Unbekannten verfällt der Mensch manchmal auch rationalerweise in Panik oder vielleicht nicht in Panik, aber doch in einen gewissen, zum Teil auch überschießenden Vorsichtsmodus. Und dass es ein heimtückisches Virus ist, das hat ja auch die Meldung, auf die ich zurückkommen werde, aufmerksam gemacht jetzt von Britanniens Premier Boris Johnson. Er ist ja an Corona, also hat diesen Corona-Träger an sich, Covid-19, erkrankt, hat 11 Tage Symptome, es ging einfach nicht weg. Und jetzt mussten sie ihn in die Intensivabteilung eines Spitals einliefern, offensichtlich 4 Liter Lungenvolumen, Luftvolumen fehlen. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, anatomisch ungefähr die Hälfte des Lungenvolumens. Ich kenne Fälle, wo man so 2,5 Liter nicht mehr verfügbar hat in der Lunge. Das ist also sehr, sehr merkbar. Da können Sie nicht mehr joggen, geschweige denn beim Laufen reden. Bei 4 Litern kommen Sie dann schon in die Kurzatmigkeit hinein, so als ob Sie vielleicht, so stelle ich mir das vor, auf einem 8000er ohne Sauerstoff unterwegs sind. Also eine sicherlich sehr, sehr unerfreuliche Geschichte. Wir wünschen Boris Johnson an dieser Stelle alles Gute zur Genesung. Zeigt uns vielleicht auch, dass die Staatsführer, die in den Medien auch immer gerne robust kritisiert werden, von den Journalisten, auch von uns phasenweise, das sind einfach Menschen, das sind Menschen aus Fleisch und Blut, wie du und ich, und die kann es auch erwischen. Hoffentlich passiert da nichts Schlimmeres, hoffentlich erholt er sich. Wir haben ja viele Fälle erlebt, auch in der Schweiz. Ich habe in dieser Sendung schon erzählt, zum Beispiel ein Bekannter von uns, Bruno Kaltenbacher, der Vater des Pop-Sängers Bastian Baker, er ist auch ziemlich heftig an Covid-19 erkrankt, hat sich dann aber gut erholt. Noch eine Nachricht aus dem Tessin. Interessant, ich habe Ihnen mal erzählt von einem Bekannten von mir, der mehrere Altersheime leitet. Auch das gibt es. Er überblickt 2, 3 größere Altersheime in einem, das er am engsten betreut, 50 Bewohner, alle über 75 und dann weit über 80. 13 insgesamt am Corona-Erreger erkrankt. Davon 3 gestorben, alle über 80 mit Vorerkrankungen, der Rest hat sich erholt, die anderen Erkrankten sind wieder gesund geworden, ein ähnliches Bild in anderen Altersheimen. Und was meinem Kollegen aufgefallen ist, dass in den Altersheimen, die er im Tessin überblickt, die allgemeine Sterblichkeit saisonal
tiefer ist als in allen Jahren zuvor, und er blickt etwa 15 Jahre zurück, weil, wie er sagt, die Senioren sich da natürlich intensiver an die Hygieneregeln gehalten haben, viel weniger Grippeerkrankungen, und deshalb haben wir dort die skurrile Situation, dass während eigentlich das ganze Gesundheitswesen auf den Zusammenbruch wartete, war in diesen Altersheimen zu beobachten, dass eigentlich weniger Menschen schwer erkranken und in der Folge glücklicherweise auch weniger Menschen dann sterben. Also es gibt da tatsächlich und natürlich Lichtblicke in der Situation. Auch die Schweiz ist ja auf dem Weg jetzt einer, sag ich mal, Erholung. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Ich werde dann das noch ein bisschen einschränken, weil wir hier ja nicht in irgendeine falsche Richtung davon galoppieren wollen. Jetzt aber doch ein paar Zahlen, die mir wichtig erscheinen. Wir haben in der Schweiz, Sie kennen das, die Berechnung, wie viele Tote pro 100.000 Einwohner hat dieses Coronavirus gefordert. Da gibt es internationale Vergleiche, Johns Hopkins Universität sind die bekanntesten. Und da in dieser Liste sind ganz weit vorne dabei, sind Spanien und Italien mit rund 27 plus minus Tote pro 100.000 Einwohner. Diese Zahlen gehen jetzt nicht mehr nach oben. Das stabilisiert sich jetzt seit einigen Tagen. Wir lesen auch, dass sowohl in Spanien wie auch in Italien die schlimmsten Gipfelpunkte da durchmessen sind. Wir sehen auch die Unterschiede, dass zum Beispiel in Italien nicht unerwartet das ganze Gesundheitswesen zusammengebrochen ist. Die Gesundheitssituation in Italien ist schlecht, auch in Norditalien. Die Spitäler, das bestätigt sich jetzt auch, sind eigentliche Infektionsherde. Aber nicht nur in diesem Jahr, das haben wir Mediziner auch bestätigt, schon in früheren Jahren. Und wir sehen da auch die Unterschiede, ich habe gestern darüber gesprochen, dass in der Lombardei eben ganz massiv höhere Todesraten der Fall sind. Warum? Weil dort eben viel mehr Menschen in die Spitäler gebracht wurden, schon relativ früh, während in der Provinz Veneto in Venetien eine andere Strategie gefahren wurde, dass man eben viel weniger Leute in die Spitäler gebracht hat, mit dem Resultat, dass dort auch weniger Leute gestorben sind. Also die ganz skurrile Situation, dass man eigentlich dort, wo man hingeht, um gesund zu werden, erst richtig krank wird. Diese Pervertierung, wenn man so will, des Gesundheitswesens haben wir in Italien erlebt. Also wir sehen dort jetzt, wenn man so will, ein Worst-Case-Szenario mit 27 Toten pro 100.000 Einwohnern. Da ist jetzt also, wenn man so will, dass der Zusammenbruch eines Gesundheitswesens mit eingerechnet. Natürlich, die Italiener haben auch starke Lockdown-Maßnahmen ergriffen, allerdings verspätet, aber dann umso vehementer. Deshalb sind auch hier Abmilderungen dann doch festzustellen. Aber sagen wir einmal, diese 27 Tote pro 100.000 Einwohner Corona an oder mit Corona, die Regierungen differenzieren da nicht so genau. Ich weiß auch warum, weil mit diesen massiven Eingriffen, die sie da gemacht haben, müssen sie auch rechtfertigen. Und deshalb ist, wie soll ich mal sagen, maliziöserweise der höhere Todeswert in dem Sinn politisch opportun, weil damit können sie natürlich härtere Maßnahmen durchsetzen auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Also unterscheiden die Regierungen eben nicht so genau zwischen an Corona gestorben oder mit Corona gestorben. Also man muss immer noch etwas, das ist nicht zynisch, das ist einfach etwas realistisch hier, man muss etwas hinter die Zahlen, auch die politischen Vektoren da zur Kenntlichkeit entstellen, und die haben wir hier ganz klar. Also 27 Tote pro 100.000 Einwohner Italien inklusive Zusammenbruch des Gesundheitswesens. Die Schweiz steht bei etwa 8 Toten pro 100.000 Einwohner. Ich nehme jetzt aber mal dieses Italien, um eine Vorstellung zu gewinnen, wo wir in der Schweiz ein Worst-Case-Szenario Corona haben jetzt. Also, wenn wir also diese 27 nehmen pro 100.000 Einwohner und sagen, wir steuern in der Schweiz auf italienische Verhältnisse zu. Es gibt kein Anzeichen, wir liegen 3,5 Mal tiefer, was unsere relativen Todeszahlen angeht. Aber gehen wir mal davon aus, wir steuern auf diesen Extremfall Italien zu. Wieder alle Prognosen, wieder alle Erwartungen kommen wir in diese Extremsituation. Dann würde das heißen, 27 Tote pro 100.000 in der Schweiz, hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung mal 85, wir 8,5 Millionen Einwohner, dann wären wir bei einer Worst Case, im schlimmsten Fall schlimmer als China relativ gesehenen Todeszahl von 2295 Toten an oder mit Corona gestorben. An oder mit Corona
gestorben. Das wäre sozusagen das sich im Moment abzeichnende, aber überhaupt nicht realistische Worst-Case-Szenario in der Schweiz. 2295 Tote an oder mit Corona. Ist das viel? Ist das wenig? Ich stelle das in Beziehung zur Grippewelle 2015. Damals sind 2500 Menschen gestorben in der Schweiz, also mehr, ohne dass man die Wirtschaft flachgelegt hat, ohne dass man die Menschen bei sich zu Hause eingesperrt hat. Gehen wir noch etwas präziser in die Todesstatistiken hinein. In der Schweiz sehen wir, habe das auch schon gesagt hier, 83 Jahre ist das Durchschnittsalter der Corona-Toten in der Schweiz. Alle davon, 97% davon, hatten eine Vorerkrankung, und zwar eine oder mehrere. 6% der Toten waren jünger als 65, das sind insgesamt, also nach heutigem Stand, 42. Auch von denen hatten 97% Vorerkrankungen. Das sind also auch ein ganz massiver Teil. Lediglich bei einer Person erfolgte der Tod nicht nach Schema X. Das ist die Situation. Also wir haben es hier, und einen Punkt muss ich noch machen, 83 Jahre Durchschnittsalter, die normale Lebenserwartung von Männern in der Schweiz durchschnittlich beträgt 83 Jahre. Also wir sehen jetzt, dass diese ganze Corona-Situation Stand jetzt in keiner Art und Weise diese extreme Dramatik angenommen hat, wie man das vielleicht befürchten konnte noch vor einigen Wochen. Jetzt schränke ich ein. Ich sage das nicht im Tonfall des triumphierenden Besserwissers. Ich sage das mit aller Vorsicht, denn aus der Geschichte wissen wir, dass heimtückische Viren, solche Erkrankungen, wo die Menschen noch keine Immunität aufgebaut haben, jetzt haben wir auch noch keine Immunität aufgebaut, weil wir in unseren Höhlen, hätte ich fast gesagt, in unseren Häusern und Wohnungen sitzen müssen. Es ist immer noch eine zweite Welle zu befürchten. Und bei der letzten großen, ganz großen Grippewelle 1918-19 nach dem Ersten Weltkrieg, da war ja die erste Welle nicht so tödlich, und dann hatten die Leute schon das Gefühl, sie seien sicher, sind wieder rausgegangen, und dann schlug die zweite Welle der spanischen Grippe, wie es damals hieß, ohne Rassismusempfindung und Verdacht wurde das damals so formuliert, im Gegensatz zum chinesischen Virus. Das darf man ja nicht sagen, habe ich gehört. Damals wurde eigentlich die zweite Welle unterschätzt und die war viel gravierender, und wir wissen heute nicht, ob es noch eine zweite Welle gibt, was dann passiert. Wir wissen übrigens auch nicht, wie unsere Regierungen auf diesen Fall vorbereitet sind. Absoluter Blindflug, also die sagen nichts, was über den 19. hinaus passieren soll in der Schweiz. Das hält man für sich, in anderen Ländern taut das jetzt langsam auf. Also, wir stellen jetzt fest, meine Damen und Herren, die Zahl der Corona-Toten an oder mit Corona in der Schweiz, hochgerechnet auf das schlimmste Szenario, das unwahrscheinlich ist, das italienische Desaster-Szenario, selbst in diesem Fall mit 2295 Corona-Toten wären wir noch deutlich unter der letzten Grippewelle von 2015. Da stellt sich dann schon die Frage der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Der Bundesrat hat die Wirtschaft, wenn man so will, im Brand gesetzt. Jede Woche gehen etwa 4 Milliarden Franken Geld einfach drauf. Das wird vernichtet, verfeuert. Gleichzeitig hat der Bundesrat jetzt schon per Notstandsbeschluss 61 Milliarden Franken an Steuergeldern, an Stützhilfen etc. versprochen. Das ist gigantisch. Stellen Sie sich mal vor, was man mit 60, 61 Milliarden alles machen könnte. Sie könnten die ganze AHV sanieren. Sie könnten eine Grippestation, ein Grippezentrum mit 5000 Intensivbetten verteilt auf mehrere Kantone, könnten sie bauen mit solchen Beträgen und vieles, vieles mehr. Und das setzen wir jetzt frei, um eine Situation zu beobachten, die in der Summe weniger schlimm ist als die Grippewelle 2015. Jetzt wird natürlich der Bundesrat sagen, zu Recht, ja, aber wir mussten so handeln. Wenn wir nicht so massiv eingefahren wären, dann wäre die ganz große Katastrophe gekommen. Dann hätten wir noch den viel größeren Zusammenbruch erlebt als Italien. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Das sind völlig unbeweisbare Thesen. Und diese Feststellung erinnert uns daran, oder beziehungsweise macht uns schmerzlich bewusst, auf welcher dünnen Fakten- und Modelllage unser Bundesrat eigentlich derart weitreichende Entscheidungen trifft. Das hat mich zur Erkenntnis gebracht, dass ich glaube, in der Schweizer Geschichte noch nie
eine Regierung auf der Grundlage so lückenhafter Evidenz, ich sag's mal, dürrer Daten und Fakten derart weitreichende Entscheide getroffen hat. Das ist ganz etwas Neues und das ist nur dadurch zu erklären, dass die Menschen möglicherweise im Angesicht des Ungewissen, des bedrohlich Ungewissen, instinktiv in Panik verfallen und sich hinter den Leitwölfen ihres Rudels versammeln, ängstlich zusammengekuschelt und man verbietet sich sogar, die Maßnahmen der Regierung in Frage zu stellen. Das ist ein hochinteressantes psychologisches Phänomen. Ich will es hier nicht karikieren. Das ist auch ein Überlebensinstinkt und solche Viren, das müssen wir auch selbstkritisch sehen, das sind ungewisse Elemente in unserem Leben und da geht niemand ein Risiko ein. Kommt vielleicht noch hinzu, wenn man das noch erwähnen darf, kommt natürlich noch hinzu, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Welt leben, die den Tod tabuisiert, die quasi wie soll man den Tod aus dem Gesichtskreis heraus desinfiziert hat. Wir erleben den Tod nicht mehr, die Familien leben auseinander, man hat das quasi wie so schön pasteurisiert, das eigene Leben. Es gibt nicht mehr diese Konfrontation mit dem Tod. Wir haben keine Kriege mehr erlebt. Es gibt die ganzen Überlegungen nicht mehr, die ja ein Heerführer, ein Militärführer immer machen muss. Mit wie vielen gehe ich eine Schlacht? Wie viele werden überleben? Omar Bradley zum Beispiel hat vor dem D-Day seinen amerikanischen Soldaten gesagt, wisst ihr, nicht alle von euch werden durchkommen, aber die meisten werden durchkommen und die, die gestorben sind, die sind für eine gute Sache gestorben. So hat man damals über solche Dinge gesprochen. Das wäre natürlich heute undenkbar. Da würden sich alle Snowflakes und alle Hyperempfindlichen und Moralisten sofort regen und sagen, wer so redet, wer das Einzelleben nicht absolut vergöttert, der ist ein menschenfeindlicher Zyniker. Und wie all diese, diese Ochsenfroschbegriffe, diese aufgeblasenen Begriffe da lauten. Aber das ist die Situation. Unsere Gesellschaft hat es verlernt, mit dem Tod umzugehen. Natürlich auch etwas schizophren. Wir sind auch eine gottlose Gesellschaft. Ich sage einmal, noch nie haben sich so wenige Leute wie heute vermutlich aufs Jenseits gefreut. Vielleicht auch zu Recht nicht. Das möchte ich hier gar nicht zur Diskussion stellen. Aber im früheren Zeitalter waren die Leute vielleicht nicht so diesseits behaftet. Das heißt, waren auch nicht so extrem damit beschäftigt, das Diesseits zu kontrollieren und zu beherrschen. Das heißt, das machen wir jetzt. Wir versuchen eigentlich, eine Naturgewalt zu beherrschen mit gigantischen Kosten. In früheren Jahren hätte man vielleicht schicksalshaft gesagt, der Tod gehört zum Leben. Wir können jetzt nicht alles stilllegen, um diese Ausbreitung des Virus zu verhindern. Es gibt da eine höhere Macht, die waltet und die es halt erwischt, die erwischt es. Also mit dieser Schicksalsergebenheit wäre man früher vielleicht durch die Krise gegangen. Ich weiß nicht, ob man besser mit so einer Haltung durch die Krise gegangen wäre. Die Abrechnung wird am Schluss kommen. Also die Diesseitsverhaftung des Menschen, die Gottlosigkeit, das klingt jetzt etwas moralisierend, die führt natürlich auch dazu, dass man bereit ist, eben den Tod nicht mehr zu akzeptieren, sich sozusagen über den Tod hinwegzusetzen und stattdessen mit einem unglaublichen Mittelaufwand das Leben verlängern will, um dann relativ bald zu realisieren, dass auch eben wenn man einmal ein gewisses Alter erreicht hat, 83, 84, 85, 86 etc., das hat Menschen in diesem Alter sterben können. Aber konfrontiert jetzt mit einem Virus und dieser geballten Kraft, die da auf uns zurollte, diese geballte Ungewissheit, haben sich die Menschen interessanterweise in unseren Gegenden nicht, wie soll ich sagen, nicht für bereit erklärt, hier mit einem, ich sage es jetzt mal, nüchternen, abwägenden, schicksalshaft bis schicksalsergebenen Blick die Situation zu analysieren, sondern im Gegenteil, man hat voll auf die Machbarkeit gesetzt. Also das sind so die Fragen, die jetzt aufkommen, zusammen natürlich mit der ganzen Geschichte eben der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, für die der Bundesrat dann irgendwann einmal gerade stehen muss. Was haben wir sonst noch für Nachrichten
die uns beschäftigen am heutigen Tag. Österreich lockert den Lockdown, zieht die Schweiz nach. Der Druck wird größer. Bundesrat Berse wiegelt ab. Ab dem 14. April können in Österreich die Läden wieder öffnen. Unser Nachbarland hat bei gleich vielen Einwohnern nur halb so viele Corona-Patienten. Darum sagt Bundesrat Berse, die Situation sei nicht vergleichbar. Ja, warum ist sie denn nicht vergleichbar, Herr Berse? Ja, möglicherweise, weil die Österreicher die Grenzen etwas früher geschlossen haben. Möglicherweise, weil es in Österreich keine Abstimmung über die Begrenzungsinitiative gab, die im politischen Establishment in Bern eben zur Tabuisierung nicht nur des Todes, sondern zur Tabuisierung des Begriffs der Grenze geführt hat. Und ich bin sicher, also in der Schweiz hat man diese Grenzen vor allem auch deshalb nicht zugemacht, weil diese ganze Abstimmung noch im Hintergrund drohte aus Sicht jener, die dieses Anliegen beerdigen möchten. Muss aber auch immer wieder hinzufügen, Österreich hat viel weniger Grenzgänger als die Schweiz. Das heißt, Grenzgänger sind in der Schweiz auch ein ökonomischer Faktor. Das wird dann vielleicht auch eine Lektion sein, die man im Tessin daraus lernen wird, daraus ziehen wird. Man wird feststellen, dass man vielleicht zu stark abhängig ist von Italien und etwas mehr Inländer beschäftigen will, damit man die Grenzen im Krisenfall kontrollieren möchte. Ja, die Boulevardzeitung Blick möchte auch zurück zur Normalität. Es sind jetzt alle etwas auf diesem Exit-Szenario-Trip. Wir haben in der Weltwoche schon vor fast drei Wochen in diese Richtung argumentiert. Nicht, weil wir der Meinung sind, man sollte sich nicht an die Vorschriften des Bundesrates halten, sondern weil wir der Meinung sind, dass es sehr, sehr wichtig ist, frühzeitig eine Sprache zu entwickeln, über den Ausstieg Kriterien zu entwickeln, den Leuten auch erklären zu können, aufgrund welcher Kriterien man welche Maßnahmen ergreift und nicht mehr ergreift. Wenn sie das nicht machen, etwas in der Selbstherrlichkeit unseres Gesundheitsministers im Moment, ich weiß, viele empfinden das nicht so, ich empfinde es etwas so, ich empfinde die unhinterfragbare fast schon, die unfehlbarkeitsmäßige Präsenz unseres Bundesrates empfinde ich als etwas unschweizerisch, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich empfinde es auch als bürgerliche Pflicht, hier immer wieder etwas Widerstand zu leisten und kritische Meinungen zu äußern. Auch einfach deshalb, damit die ganze geistige Situation nicht quasi wie eine Art nationales Brackwasser so leicht vor sich hin dünstet und blubbert, ohne Frischluft, ohne frische Gedanken, ohne Sauerstoff. Es ist gerade in der heutigen Situation, meine Damen und Herren, sehr, sehr wichtig, den Bundesrat in Frage zu stellen, ihm Alternativen aufzuzeigen. Und deshalb ist es gut, übrigens, dass Österreich das jetzt macht. Das erhöht den Druck auf unsere Regierung, hier ebenfalls tätig zu werden. Die NZZ berichtet heute, dass sich die Parteien in der Krise profilieren wollen. Also so typisch NZZ, etwas mit gerümpfter Nase von oben herab. Schaut man so Beavis und Butthead-mäßig da in diesen Sandkasten der Politik und macht sich dann lustig über die Profilierungsversuche der einzelnen Parteien. Dazu ist Folgendes zu sagen. Entschuldigung, liebe NZZ, es ist die Aufgabe der Parteien, den Bundesrat herauszufordern, den Bundesrat auf die Finger zu schauen. Wir sind Parlamentarier, sind die Legislative, sind auch ein Kontrollorgan, Teil der Checks and Balances. Ist ein völlig verdrehtes, abstruses, letztlich undemokratisch, antischweizerisches, ich drücke jetzt hier etwas auf die Tube, antischweizerisches Empfinden, wenn man sagt, die Parteien, oder wenn man sich über Parteien lustig macht, die Regierung behelligen mit Vorschlägen und mit Kritik. Ja, was ist denn die Vorstellung der NZZ? Möchte sie lieber ein System wie in China, wo niemand mehr Opposition macht? Wieso hat dann eigentlich die NZZ die Weltwoche so stark kritisiert, als wir uns auch positiv über China ausgesprochen haben? Übrigens, ich habe nichts gelesen in der NZZ, dass ich kürzlich vom Botschafter einen Rüffel bekommen habe für die sehr kritische und aus Sicht der Chinesen überkritische Berichterstattung aus China. Ich müsste jetzt endlich mal von der NZZ ein bisschen Anerkennung bekommen. Aber mit Blick auf die Schweiz wünschte ich mir von der NZZ einen weniger chinesischen Blick, sondern einen etwas schweizerischeren Blick, nämlich, dass es der Job der Parteien ist, den Bundesrat zu kritisieren, da völlig abwegig zu sagen, dass sie, also völlig idiotisch eigentlich zu sagen, dass die Parteien sich hier auf lächerliche Weise profilieren, wenn sie mit dem Bundesrat in eine Diskussion und eine Kontroverse über mögliche Ausstiegsszenarien einsteigen. Das ist bitter nötig. Es werden hier wöchentlich 4 Milliarden Schweizer Franken verbrannt. Das sind gigantische Mengen des Volksvermögens, die jetzt als Rettungspakete hier in einem Teufelsgalopp
verabschiedet werden. Ich meine, dies in einem Land, wo man jahrelang über Trottoirverbreiterungen und Kampfjets streiten kann, werden jetzt einfach so Milliardenpakete, 10 Milliarden, 50 Milliarden Pakete werden einfach so durchgeschnippt. Das ist keine Profilierungsübung, liebe NZZ, wenn die Parlamentarier hier allmählich auf die Stopptaste drücken. Wenn die Parlamentarier zeigen, dass es sie auch noch gibt. Ich bin ja einverstanden, es gibt immer Politiker, die sich profilieren. Es gibt auch Journalisten, die sich profilieren, liebe NZZ. Aber hier reden wir jetzt nicht von Profilieren, wir reden von Parlamentarismus. Und ich staune einfach immer wieder, mit was für weltfremden Maßstäben da unsere Journalisten an die Politik herantreten. Noch ein historisches Beispiel. In der Schweiz hatten wir auch mal eine Situation, wo der Bundesrat per Notrecht regiert hat. Das war im Zweiten Weltkrieg. Damals hat man das auch akzeptiert und gesagt, wir müssen uns hinter die Regierung stellen. Wissen Sie, wie lange das gedauert hat, bis dieses Notrecht dann wieder in normales, direktdemokratisches Recht umgewandelt wurde? Das dauerte bis 1951. Der Zweite Weltkrieg ist aber schon 1945 vorbeigegangen. 1949 gab es eine Volksabstimmung. Der hat man sich dann widerstrebend gebeugt. Und nach zwei weiteren Jahren wurde dann endlich die direkte Demokratie wieder eingeführt. War das auch ein Profilierungsversuch des Volkes vielleicht? Nein, also wenn man der Sache nicht mit der Komödie begegnet, müsste man sich eigentlich fast ärgern über derartigen Unsinn. Dann gehen wir weiter. Interessant, nicht krisenfestes Krisenamt. Der Tagesanzeiger fordert die Erneuerung oder Auflösung des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung, BWL. Keine Schutzmaterialien, zu wenig Medikamente und Desinfektionsmittel und so weiter. Die Weltwoche hat dieses Versagen als erste benannt. Wir haben auch den Verantwortlichen, Herrn Haudenschild, ins Visier genommen, auf den Schild gehoben sozusagen. Damals hieß es, ja, die Weltwoche kritisiert da, jetzt muss man nicht kritisieren, jetzt muss man dahinter stehen. Nein, man muss eben auch kritisieren. Kritik ist konstruktiv. Kritik ist auch ein Zeichen von Respekt, dass man diese Bundesämter ernst nimmt in ihrer Rolle und in ihrer Verantwortung. Wir sind doch keine blökende Schafsherde, die jetzt sozusagen zitternd vor dem Corona-Gott unseren Herdenführern einfach sklavisch hinterher blökt. Das ist doch nicht das Thema hier. Also ich staune auch hier wieder, aber vielleicht ist es auch nur ein Anti-Weltwoche-Reflex, der sich hier austobt. Auf jeden Fall sind jetzt die Zeitungen hier doch etwas akuter geworden und stehen nicht nur einfach stramm hinter der Regierung, das finde ich positiv. Dann Boris Johnson auf der Intensivstation. Ich habe das eingangs schon erwähnt, wir wünschen ihm das Beste. Das zeigt noch einmal, bei aller Undramatik der Zahlen, die wir jetzt in der Schweiz erleben, das zeigt Ihnen, wie heimtückisch eben doch dieses Virus sein kann, dass ein 56-jähriger, gut leicht etwas übergewichtiger Mann, ich kenne ihn recht gut, muss ich sagen. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, auch als Journalist, als ich noch in Deutschland tätig war und er beim Spectator in Großbritannien. Er ist eine geniale Persönlichkeit, keine Frage, ein hochintelligent, wirklich mit genialen Zügen ausgestatteter Mann, der auch die Kunst des Understatements beherrscht und der selbst in Fragestellung natürlich, aber eben auch ein etwas übergewichtiger 56-jähriger Mann, der eigentlich keine großen Vorerkrankungen hat, soweit ich weiß, kann hier schwer erwischt werden. Und deshalb also noch einmal meine Zahlen immer auch vor dem Hintergrund dieser Ungewissheit sehen. Trotz allem, auch hier ist es wichtig, die Realität ins Visier zu nehmen, in den Blick zu nehmen und dann eben auch die politisch Handelnden darauf zu verpflichten und zur Rechenschaft zu ziehen. Das müssten sie auch machen, wenn sie zu wenig gemacht hätten. Wenn es zu viele Tote gäbe, müsste sich ein Bundesrat auch rechtfertigen. Wenn er zu viel volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet hat, dann ebenfalls. Denn, und das komme ich dann noch zu sprechen, Wirtschaft ist kein Gegensatz zu Gesundheit. Also die Briten sind verunsichert. Gleichzeitig hält Queen Elizabeth eine große Rede an die Nation. Sie hat das schon einmal gemacht, als Mädchen 1940, eine historische Figur, ein lebendes Monument seiner selbst. Jetzt in Großbritannien, der Vizepremier übernimmt und der Zeitplan für den Brexit ist durcheinandergewirbelt. Und ganz bemerkenswert finde ich, dass in den Vereinigten Staaten jetzt auch die konservativeren Zeitungen hier ganz besorgt ihre Befürchtungen ausdrücken und auch ihr Mitgefühl gegenüber Boris Johnson, das selbstverständlich auch wir hier zum Ausdruck bringen. Dann
Geht's weiter mit der Berichterstattung. Interessantes Thema heute. China hielt den Virus zu lange geheim. Es wurde lange Zeit verloren. Es geht um Gesichtswarn, Zahlen umstritten. Heute am 17.11.19 war Patient 0 in China zu besichtigen. Das ist also schon ziemlich lange her. 17.11.19 Patient 0. Dann gab es diesen Fall des berühmten Arztes, der darauf aufmerksam machte, dem man zuerst aus dem Verkehr ziehen wollte. Und wissen Sie, ich möchte einfach noch einmal etwas sagen. Ich bin wirklich nicht auf der Seite des China-Bashing. Ich habe Respekt, andere Länder, andere Sitten. Ich anerkenne, dass wir mit unserer Schweizer Brille nicht die ganze Welt verstehen können. Und bevor man alles verurteilt, sollte man zumindest einmal den Versuch unternehmen, ein anderes Land zu verstehen. Ich akzeptiere und verstehe auch, dass China in der Geschichte durch westliche Einflüsse massiv geschädigt worden ist. Ich finde die Doppelmoral unerträglich, mit der die gleichen Mächte, die im 19. Jahrhundert Kolonialmächte in China waren, die gleichen Mächte, die im 19. Jahrhundert das chinesische Volk mit Opium vollgepumpt haben, um es gefügig zu machen, dass heute die gleichen Leute mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Chinesen gehen. Ich finde diese Ignoranz unerträglich, dass man sich überhaupt nicht in die chinesische Situation hinein zu versetzen versucht, auch dieses Volk aus sich heraus, aus seiner extrem opferreichen Geschichte heraus zu verstehen und aus diesen Kämpfen und diesen gewaltigen Wirren, aus denen man sich irgendwie herausgerobbt hat, ich kann sich da anders sagen, herausgekämpft hat mit unvorstellbaren Hekatomben von Opfern, man kann sich da anders sagen, auch gigantischen Verbrechen auch am eigenen Volk, die sind unerhört auch ein ganz finsteres, ein ganz düsteres Kapitel. Trotz allem muss ich hier einfach mit einem gewissen Mindestrespekt zur Kenntnis nehmen, dass es dieses China geschafft hat, aus diesen Trümmerhaufen heraus fast eine Milliarde Menschen aus absoluter Armut in einen relativen Wohlstand hineinzubringen. Und bevor ich mir die Schuhe an China abputze, meine Damen und Herren, muss ich mich einfach zuerst einmal auch verneigen, ja, verneigen vor dieser Leistung. Und das ist meine kleine Einleitungsbemerkung. Vor diesem Hintergrund sage ich aber auch, natürlich hat dieses Regime, möglicherweise geht das gar nicht anders, so ein Land zusammenzuhalten, ich weiß es nicht, vielleicht würde sofort eine Revolution ausbrechen, wenn sie den Bundesrat nach Peking verschieben würden und sagen würden, so, jetzt macht ihr den Job hier in China. Das geht gar nicht so. Aber trotz allem, was hier gelaufen ist in China, das ist nicht gut, das ist schlecht, das ist zu kritisieren. Andere Sachen sind auch zu kritisieren. Aber wir sind doch nicht im Schwarz-Weiß-Modus. Wir sind im Sowohl-als-auch-Modus. Wir sind im Differenzierungsmodus. Und die Kritik hat doch ihre Gültigkeit erst dadurch, wenn sie auf der Grundlage eines Bemühens um Verständnis geäußert wird. Das ist hier der entscheidende Punkt. Und ich teile diese Kritik heute an China, dass man hier zu lange verschleiert hat, dass es darum ging, auf keinen Fall das Gesicht zu verlieren. Jetzt aber sind wir auch wieder in einer interessanten Situation. Jetzt versuchen die Chinesen zu helfen. Machen sie es eigennützig, machen sie es uneigennützig? Ja, vermutlich machen sie es eigennützig. Haben die Europäer uneigennützig der Dritten Welt geholfen im Kolonialismus? Würden ja Leute sogar noch bestreiten, dass das Hilfe war. Haben die Amerikaner uneigennützig ihre Militärbasen irgendwo aufgeschlagen? Haben sie uneigennützig sich im Nahen Osten ausgebreitet? Ja, natürlich nicht. Staaten handeln nicht uneigennützig. Es gibt auch, ich kenne auch wenig Menschen, die uneigennützig handeln, by the way. Also kommen wir doch hier endlich zu einer realistischen Perspektive. Auch China. Gut, was haben wir noch? Ja, das haben wir noch aufgeschrieben, ich habe es aber gestern schon erwähnt. Governor von New Jersey fordert Social Distancing zu Hause. Ja, eben Spaßvogel, wie soll ich meinem Jüngsten die Windeln wechseln mit Social Distancing? Das kennen wir schon. Und zum Schluss noch eine aufhellende, positive Nachricht. Eine positive Nachricht. Mitgefühl an meine früheren Kollegen, die Sportjournalisten, die jetzt einfach in einer Zeit ohne Sport alles versuchen, um ihre Seiten trotzdem zu füllen, um trotzdem noch etwas machen. Das ist enorm anspruchsvoll, aber das ist auch die Geburtsstunde der Kreativität. Und ich als ehemaliger Sportjournalist sage hier Kompliment an meine früheren Kolleginnen und Kollegen. Großartiges, was ihr leistet. Heute in der NZZ ein super Artikel von Daniel Germann über einen sportpolitischen Wendepunkt, den Zusammenbruch der großartigen sowjetrussischen Eishockey-Mannschaft unter ihrem ewigen Trainer Viktor Tichonow, dem Mann mit der leicht nasalen Kopfstimme,
der aber echsenhaft, fast reptilienhaft an der Bande Dutzende von Weltmeister- und Olympiatitel eingeheimst hat. Eine Wahnsinnsfigur. Und heute die große Geschichte über den, ja, diesen tragischen Exponenten der Größe und des Glanz, Gloria und Absturzes der Sowjetunion, auch in allen Abgründen übrigens. Er war kein Heiliger, der gute Viktor Tichonow. Da gibt es also auch fürchterliche Geschichten über ihn als Repräsentant des Regimes. Aber das ist bemerkenswert, was meine Kollegen hier jetzt machen. Und ich hoffe und ich wünsche und ich arbeite daran, dass der Sport wieder erwacht, dass wir als Sportjournalisten wieder etwas zu tun haben und ihn nicht in unseren Büros schmoren müssen. Ich glaube, das sind die Themen. Ich hatte noch irgendetwas, was ich ansprechen wollte. Genau, das ist der letzte Punkt. Das möchte ich Ihnen noch auf den Weg geben, bevor es dann in die virtuellen Osterferien geht, in denen wir aber nach Möglichkeit irgendwo zu Hause bleiben oder dort, wo es ganz ungefährlich ist, wo man niemanden gefährdet. Noch etwas ganz zum Schluss. Wir reden jetzt, wir beschäftigen uns mit dem Lockdown, mit dem Exit, mit dem Lockout, mit dem Exit, mit dem Ausstieg. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigt den Weg. Er ist eigentlich vorausgegangen. Die SVP in der Schweiz hat ziemlich ein ähnliches Szenario wie er schon vorgelegt vor längerer Zeit. Das hat die NZZ in ihrer Berichterstattung über die Profilierungsversuche der Partei natürlich nicht erwähnt. Ist klar, ist eine FDP-Zeitung. Da hat man ein bisschen den Narzissmus des kleinen Unterschieds. Aber es ist doch wichtig, dass wir jetzt über diesen Exit sprechen. Und hier wird immer ein Punkt gebracht. Man stellt einen Gegensatz her zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Ja, man darf jetzt die Wirtschaft nicht zu sehr gewichten, man muss die Gesundheit höher gewichten. Das ist einfach Unfug, diese Gegenüberstellung. Und ich glaube, das Argument muss man bringen. Und ich bitte Sie auch, das in Ihrem Umfeld zu bringen. Es ist wichtig, wir müssen hier die Leute etwas aufklären. Die Wirtschaft ist die Existenzgrundlage, ist die Lebensgrundlage, ist die Versorgungsgrundlage und die Wirtschaft ist auch die Voraussetzung der Volksgesundheit. Ohne Wirtschaft haben Sie keinen Wohlstand, haben Sie kein Geld, haben Sie keine Altersvorsorge, haben Sie keine Gesundheitssysteme, haben Sie kein Gesundheitswesen, haben Sie gar nichts, haben Sie keine Medikamente, haben Sie keine Pharmaindustrie, haben Sie gar nichts, haben Sie keine Spitäler, bricht alles zusammen. Das ist dann wirklich der Rückweg ins Grüne oder ins antikapitalistische, nicht mal Mittelalter, da müssen Sie noch weiter zurück, da müssen Sie in die Höhlen- und Pfahlbauerzeiten zurück, wobei es vermutlich auch dort eine Art von Warenhandel und Wirtschaft gab, aber eben auch mit den entsprechenden Lebenserwartungen, mit den entsprechenden Themen. Also wir müssen hier die Leute wieder dafür sensibilisieren, dass die Wirtschaft nicht der Gegensatz der Gesundheit ist, sondern im Gegenteil die Bedingung der Möglichkeit der Gesundheit und des Lebens in unserer hochvernetzten, bevölkerungsreichen Welt. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis, dass man das nicht auseinander dividiert und nicht gegeneinander ausspielt. Eine gesunde Wirtschaft ist die Voraussetzung für gesunde Menschen. Und das haben wir etwas verlernt und da schlage ich wieder den Bogen zu meinem Anfangsthema. Wir leben in einer überspitzt jetzt etwas gottlosen, jenseits vergessenen Welt. Wir leben etwas in einer Wohlstandsblase. Wir haben vergessen, dass die Wirtschaft die Grundlage für unser Leben und für unsere Gesundheit ist. Wir nehmen diesen Wohlstand für selbstverständlich. Wir haben keine Krisen mehr erlebt. Wir haben keine Zusammenbrüche, keine richtigen mehr erlebt. Wir leben im Zustand, wo man jedes Problem mit Geld zuschüttet. Stichwort Währungspolitik, Stichwort Frankenpolitik. Und jetzt mit diesem Virus werden wir doch mit einer Grenze konfrontiert. Und ich hoffe, dass dieses Coronavirus uns hilft, auch die Prioritäten zurechtzurücken und die Realität wieder zu sehen und auch den Wert des wirtschaftlichen Handelns zu begreifen. Und deshalb schließe ich mit einem Dank an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, mit einem Dank an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wo auch immer sie sind, an alle Leute, die jetzt arbeiten, aber auch an alle Leute, die jetzt nicht arbeiten dürfen. Ihr seid das Rückgrat der Existenz und der Gesundheit in diesem Land und nicht nur in diesem Land, denn dieses Land erbringt auch sehr viele Leistungen weltweit und auch da gehört ihr alle dazu. In diesem etwas pathetischen Sinne möchte ich schließen. Es ist das jetzt lange genug. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und da mache ich es dann wieder viel kürzer. Alles Gute und Weltwoche Daily, die andere Sicht nicht verpassen, weitersagen. Ich freue mich.